aber wir sind noch immer nicht bei den Lobauern. Ne? Also jetzt können wir ja fragen, was hat das mit Arbeit zu tun, wenn wir da auf einem landwirtschaftlichen Feld stehen? Und angetrieben für dieses Projekt, zu dem wir dann noch mehr sagen, fühle ich mich, weil man denkt, so wie wir in vielen Bereichen produzieren, arbeiten, konsumieren, das hat für mich nicht wirklich eine Zukunft. Also eine Zukunft ist, es wird schon nur so weitergehen, ja. Aber er hat jetzt nicht so diese Zukunft, wo man denkt, es ist eine Zukunft, wo gutes Leben für alle drinnen ist. Ja? Produziert einfach zu viel Verliererinnen und der Gewinn geht zugunsten von einigen. Agitierungen, das funktioniert schon ganz gut, aber sogar die Frage auch von Demokratie, abseits von Parteidemokratie zu verstehen, kann man halt in solchen Projekten extremst gut lernen und erfahren. Und das muss man dann auch übersetzen auf eine gesamtgesellschaftliche Ebene. Um solidarisches Wirtschaften, um alternatives Wirtschaften, um selbstbestimmtes Arbeiten geht. Alles das, was wir uns in dieser bürgerlichen Gesellschaft erkämpft haben, dass wir eine freie Meinungsäußerung haben, dass wir wählen können, dass wir demonstrieren können, dass wir uns gegen irgendwas auflehnen können, dass wir sagen können, wenn uns was nicht passt, das alles musst du abgeben, sobald du in den Betrieb verschwindest. Man muss wissen, es geht, dass man die Ökonomie mit dem Ideellen, das Ökonomische mit dem Sozialen verbindet. Das gehört nämlich zusammen in der Genossenschaft und genau in dem haben wir uns gefunden. Den gleichen Einheitslohn kriegen soll. Also wenn jemand zum Beispiel für uns einen Gastronomen anspricht, als sogenannter Sprecher, sprechende Person, den Vertrieb vor Ort mit organisiert, dann soll er das gleiche Einkommen bekommen, den gleichen Stundensatz bekommen, wie ich, der das vielleicht von Berlin aus macht. Oder auch, also auch Land, also Immobilien, dem Markt zu entziehen und in einer Struktur zu überführen, die es langfristig unmöglich macht, diese Häuser wieder zu verkaufen. Ja, perfekt.